Augsburg beim Tabellenvorletzten in Wolfsburg. Trainer Mike Stewart befiehlt alles für Platz 4. Mit einem Dreier würden die Panther genau den erreichen. Bei Wolfsburg muss Hans Kossmann auf Björn Krupp verzichten, Magen-Darm-Virus. Die Grizzlies defensiv zu Beginn anfällig. Likens normalerweise extrem sicher, diesmal unter Druck durch Holzmann. Dann geht's schnell. Gill auf Frazier, 0:1. Sein 15. Saisontor. Nur White hat mehr Tore erzielt für Augsburg. Die Strategie von Stewart ging auf. Harte Arbeit hinterm gegnerischen Tor. Kommen die Pucks von dort, ist es immer schwierig für die Torhüter. In diesem Fall für Lejo. Wolfsburg Peter Pohl hatte gegen Ingolstadt 3 Tore erzielt. Der spielt inzwischen mit guter Präsenz. Pohl mit der Rückhand auf Cassels. Doch der trifft die Scheibe nicht, steht ungünstig zum Puck. Mehr gelang Wolfsburg nicht. Mit einer Niederlage wären auch die kleinsten Playoff-Hoffnungen dahin. Hans Kossmann wird aller Voraussicht nach nicht Trainer in Wolfsburg bleiben. Pat Cortina ist im Gespräch. 37. Minute schon. Likens nimmt sich viel Zeit und zieht ab. Direkt rein. 5. Saisontor. Wie schön und sinnig wartet Likens, bis Keller aber auch überhaupt nichts mehr sieht. Er kann sich das leisten, weil er keinen Druck bekommt. Furchner stellt Kellers Sichtachse zu. Kossmann hat 2 Minuten später Gesprächsbedarf. 5-3 Überzahl. Die Wolfsburger können das Spiel nun sogar drehen. Wie zuletzt beim Sieg gegen Mannheim. 39. Minute. Dehner. Spar. Mahacek. Da ist es passiert. 2:1. Spencer Mahacek. 16 Tore. Kein Wolfsburger hat mehr. Er spielt eine gute Saison. Keller im Tor, getunnelt, Spar, Welch, Mahacek. An dieser Reihe liegt's nicht. Kein Vorwurf an die Defensive bei 3-5. Die Grizzlies wollen das Team verjüngen. Charlie Flickhoff hat 11 Spiele in den USA gesehen. Augsburg, alles für Platz 4. Mit Lamp, mit Holzmann, mit Hafenrichter. Jaroslav Hafenrichter, das Tor ist leer, Lejo schon ausgespielt, der Tscheche trifft aber den Puck nicht, starke Augsburger jetzt merkwürdig zerfahren. Der beste Scorer der Panther ist Matt White und was hat er für geniale Hände, wie nimmt er diesen Puck mit, holt ihn aus der Luft und kommt zum Abschluss, Eishockey als Kunstwerk. Dehner staunt und Lejo, der hält im Wolfsburger Tor. Mike Stewart holt sein Team 42 Sekunden vor Ende zusammen. Torwart Keller längst auf der Bank und Wolfsburgs Vren dazu in der Kühlbox. Die Schiris hatten ein Foul gegen Holzmann gesehen. Auch ein Punkt würde Augsburg helfen für Platz 4. Scheibe kommt zu McNeil. Und nochmal Pat McNeil. Puck flattert vor Lejo. Doch die Sirene rettet Wolfsburg. 2:1 Sieg gegen Augsburg. Ja, ich glaube, im zweiten Drittel, da haben wir das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben, haben das ein oder andere Foul gemacht, das unnötig war. Und dann hat Wolfsburg die Chancen genutzt. Und für uns war es im letzten Drittel schwer. Wir haben viele Chancen kreiert, aber haben leider nichts mehr reingebracht am Ende. Die Wolfsburger Raupe wird noch mal flügge. Alexander Weiß nach seiner Knieverletzung zum zweiten Mal dabei. Zum zweiten Mal 3 Punkte. Playoffs AD von wegen. Ja, also für mich gilt das nicht. Und ich glaube auch in der Mannschaft, klar, muss da viel Glück und es muss alles passen. Aber solange es rechnerisch möglich ist, bin ich ein Mensch, der daran glaubt. Und wir lüften ein Geheimnis. Sieger-Kaugummis gehören aufs Eis. Hans Kossmann und Mike Stewart, Verlierer-Kaugummis, auf die Bank.